Hallo zusammen, Danny Kröger mein Name. Ich spreche hier heute für die Junggrünen Düsseldorf. Ja, Dügida läuft jetzt schon einige Wochen, sogar Monate durch diese Stadt. Viele Leute sind genervt. Ich habe es gehört, Sie haben es vielleicht auch gehört, dass Privatmenschen davon genervt sind, dass sie auf der Graf-Adolf-Straße stundenlang im Stau stehen, mit Straßen und Bussen nicht mehr den Hauptbahnhof erreichen. Es gibt die Geschäftstreibenden auf der Graf-Adolf-Straße, die sich beschweren, dass sie ihnen Einnahmen entgehen in gewisser Höhe. Ich kann verstehen, dass das nervt. Was mir aber, um mal ganz undiplomatisch zu sagen, wirklich auf den Sack geht, ist aber was ganz anderes. Anfang Februar haben die Grünen in Düsseldorf hier ihre öffentliche Mitgliederversammlung veranstaltet, auf der Professor Dr. Fabian Virchow einen Vortrag gehalten hat über die Pegida-Bewegung und auch über die unterschiedlichen Ableger in deutschen Städten. Man hat dazu quasi eine wissenschaftliche Analyse vorgestellt und auch Empfehlungen im Umgang damit. Das Entscheidende dabei ist aber gar nicht der Vortrag gewesen, sondern eine Wortmeldung in der anschließenden Diskussions-, Frage- und Kommentierungsrunde. Dort hat sich nämlich eine Frau zu Wort gemeldet, die im Alter von 2 oder 3 Jahren zusammen mit ihren Eltern aus der Türkei nach Deutschland eingewandert ist, hier quasi aufgewachsen ist und der Mitgliederversammlung gegenüber gesagt hat, Deutschland und Düsseldorf ist ihre Heimat, sie fühlt sich hier wohl, wobei man sagen müsste, sie fühlte sich hier wohl. Denn seitdem Dügida durch diese Stadt marschiert und ihre schrecklichen Parolen skandiert, hat diese Frau ein Angstgefühl. Sie hat Angst um sich, um ihre beiden Söhne und überlegt tatsächlich, ob es nicht sicherer für sie wäre, diese Stadt zu verlassen und hat sogar schon mit dem Gedanken gespielt, in die Türkei zurück auszuwandern. Einem Land, in dem, wie die meisten wissen, eine Partei an der Macht ist, die jetzt auch nicht unbedingt durch viel demokratische Vielfalt und demokratisches Agieren sich auszeichnet. Aber das ist ein Gedanke, den diese Frau hatte. Und das war ein Moment, wo mir klar war, es kann nicht sein. Also einerseits haben wir Geschäftsinteressen, die hier durch Dügida beeinträchtigt werden oder private Interessen, dass man nicht mehr pünktlich zum Termin oder in den Feierabend kommt. Aber was wirklich nicht sein kann, ist, wenn Leute, die in dieser Stadt leben, die hier aufgewachsen sind und diese Stadt als ihre Heimat bezeichnen, sich hier nicht mehr sicher fühlen. Das war ein Moment, wo mir und auch den anderen aus unserer Gruppe klar war, es ist richtig, dass wir jeden Montag bislang uns auf die Straße gestellt haben und Dügida gezeigt haben, dass wir sie hier nicht haben wollen. Dass wir dies auch weiterhin tun werden, solange diese Spinner hier weiter aufmarschieren. Melanie Dittmann meinte, sie tut es bis zum Ende des Jahres. Ich hoffe nicht, dass sie bis dahin durchhält. Ich meine, sie ist ja so schon abgesägt worden oder hat sich selbst abgesägt. Ich hoffe, dass sich das in den nächsten Wochen klärt. Aber solange diese Vollidioten hier weiter aufmarschieren, werden wir uns auf die Straße stellen, ihnen entgegenstellen und ihnen zeigen, dass wir sie nicht haben wollen. Allerdings muss ich sagen, die Eindrücke, wie es läuft, wenn man sich auf die Straße stellt, habt ihr jetzt ja schon gehört, von Thorsten und auch von Christian. Dügida verschmutzt nicht nur die Atmosphäre in dieser Stadt, von denen geht Gewalt aus. Aber gleichzeitig muss ich sagen, dass man als Gegendemonstrant, als antifaschistischer Gegendemonstrant, auch einfach ein schlechtes Bild von der Polizei mitbekommt. Die Einschüchterung, oder nicht unbedingt Einschüchterung, aber die Schikane, die betrieben wird gegenüber den verschiedenen Anmelderinnen und Anmeldern, dass die erst nicht von der Polizei durchgelassen werden zu ihrer angemeldeten Kundgebung, dann im Nachhinein eine Anzeige bekommen, weil sie gegen das Versammlungsgesetz verstoßen haben, das ist ein Punkt, den ich unerträglich finde. Dann waren wahrscheinlich einige von Ihnen und von euch vor ein paar Wochen dabei, als wir an der Mintropstraße oder auf dem Mintropplatz standen, zu unserer Kundgebung wollten. Der Weg dorthin aber zufälligerweise über die neue Dügida-Route ging, die dem vom Verwaltungsgericht der Dügida zugesagt wurde. Die Polizei sagte, nee, ist nicht. Ihr könnt in Zehnergruppen rübergehen, obwohl es eine angemeldete Kundgebung ist, zu der ein ungehinderter Zu- und Abgang gewährleistet sein muss. Wir waren frustriert, haben uns dagegen gewehrt. Es war klar, dass das Verwaltungsgericht in Düsseldorf unserem Anliegen nicht stattgeben wird. Deswegen sind wir zum OVG in Münster gegangen. Das ist vielleicht mein Hinweis an die Polizei, dass es auch einen Rechtsweg gibt, den man ausschöpfen kann. Die haben das quasi bestätigt, dass wir im Recht sind. Trotzdem hat die Polizei mehr als über eine Stunde gebraucht, um zu kapieren, dass wir tatsächlich zu dieser Kundgebung dürfen. Angeblich war irgendwo ein Faxgerät kaputt. Das finde ich lächerlich. Das sind nur einige Beispiele für die Behandlung durch die Polizei mit antifaschistischen Gegendemonstrantinnen und Gegendemonstranten, die ich meines Erachtens oder die ich für meinen Teil nicht weiter hinnehmen möchte, aber es wahrscheinlich weiter tun werde, solange ich gegen Dügida auf die Straße gehe.
Aber trotzdem möchte ich an Herrn Wessel und seine Untergebenen mal die Frage richten, wie lange dieser Spuk noch weitergehen soll, ob die nicht mal den Schritt wagen sollen, Dügi da tatsächlich ihre Aufmärsche zu untersagen, und wenn das vom Verwaltungsgericht gekippt wird, ob die nicht eventuell eine höhere Instanz ansprechen, denn die Möglichkeit gibt es. Die Finanzen sollten auch geklärt sein, da sie öffentliche Behörde sind, da haben sie keine Probleme. Und außerdem fordere ich die Polizei dazu auf, dass sie einfach mal einen menschlicheren Umgang mit uns Gegendemonstranten und Gegendemonstranten zeigen. Denn auch wir haben ein Recht auf Meinungs- und Versammlungsfreiheit. Wir stellen uns hier hin, um ein buntes Düsseldorf zu repräsentieren. Wir wollen, dass sich hier alle Menschen wohlfühlen, egal wo sie geboren sind, wo sie herkommen, solange sie hier in dieser Stadt leben wollen. Und wir wollen, dass Dügi da einfach irgendwann verschwindet und nicht mehr wiederkehrt. Dankeschön.